Ich finde ja Lübeck ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir gucken uns ja heute so ein Altstadthaus an. Mhm. Was hast du da im Kopf? Wie stellst du dir das vor? Ein altes Haus, okay. Kleine Fenster und so eine schöne Kopfsteinpflastergasse davor. Das könnte natürlich gut sein. Ich fände es aber auch geil, wenn man so überlegt, man hat so eine alte Gasse und dann steht da so ein ganz moderner Block drin. Mit einer großen Glasfront und so. Fände ich auch super, weil es so ein toller Kontrast wäre. Würde ich auch interessant finden. Wo sollen wir lang? Was denkst du? Ich würde sagen, da vorne, da sieht es hübsch aus. Wir gehen dahin, wo es hübsch ist. Okay. Okay, komm. Mitten in der Altstadt von Lübeck hat sich ein ehemaliger Pilot in einem über 280 Jahre alten Gebäude niedergelassen. Hallo, ich bin der Joe und habe aus diesem alten Treppengiebelhaus mein perfektes Wohnhaus gestaltet. 3 Jahre dauerte der Umbau. Kosten 1,7 Millionen Euro. Ich kam von einer langen Reise mit dem Wohnmobil aus Portugal, wollte nach Schweden, auf der Suche nach einem Haus, einem neuen Zuhause. Und dann wurde mir das Haus hier angeboten, am Freitag, und am Montag habe ich es gekauft. In meinem Beruf war ich viel unterwegs, also der Transportwesen war mein Beruf. Und damit war ich nur in Hotels. Hier bin ich wieder angekommen, wie so ein Baum, der jetzt wieder die Wurzeln in die Erde kriegt. Auf jeder der 4 Etagen gibt es ein Zimmer. Insgesamt sind es 170 Quadratmeter Wohnfläche. Das Besondere an dieser Architektur, das ist ein Renaissance-Treppengiebelhaus, also ein Hansehaus, wo früher gelagert wurde. Im späteren Verlauf wurde das als Wohnung verwendet. So habe ich mit der Denkmalpflege quasi koordiniert, zu welchem Zeitpunkt wir zurückgehen wollen. Aber teilweise verwischt sich das auch ein bisschen, weil man ja auch Wünsche hat, hier wohnen zu können. Und früher waren das irgendwie 12 Zimmer, heute sind es noch 4. Bei so vielen Wohlfühlecken möchte Joe hier nie mehr weg. Lieber lässt er nun andere zu sich. Ich habe diese Tür oft offen, beidseitig, damit ich Menschen willkommen heißen kann. Also eine offene Arm ist es eigentlich. Ich kann mit der Tür sprechen. Und das wird oft angenommen von Leuten, die hier einfach die Lübecker Altstadt besichtigen. Und da gibt es Australier, die reinkommen, super sympathisch. Denen zeige ich das Erdgeschoss. Und wenn sie ganz sympathisch sind, dann zeige ich das ganze Haus. Wo er hier den roten Teppich auslegt, ist für Joe glasklar. Ja, mein aktueller Lieblingsplatz ist hier. Der Grundofen, insbesondere wenn er warm ist, also das Feuer brennt, sitze ich hier oben, höre tolle Musik, habe ein Glas Rotwein und wenn ich Lust habe, eine Zigarre und keiner kann mich sehen. Jetzt sollen unsere Experten allerdings sein Haus sehen. Wenn es nach Joe geht, ist die Entscheidung bereits gefallen. Mein Haus ist das Haus des Jahres, weil es individuell ist, historisch ist und ich finde es wunderschön. Die Häuser sollen für sich sprechen. Deshalb findet die Besichtigung immer ohne den Besitzer statt. Richtig schön von außen. Der alte Klinker gefällt mir richtig gut. Und guck mal, eine beige Fassade. Genau meine Farbe. Was mir halt direkt auffällt, ist, ich finde die Farben total schön. Ich finde halt wirklich schön, dass das hier unten eher ja so ein beige-grau ist. In Kombination mit dem Mint und dieser dunkle Ton von der Türe. Und die Farbe wurde auch nach oben übernommen, dass da das so an ist. An die Fensterrahmen. Richtig, genau. Und dann noch höher hat man dann eher was Zurückhaltendes genommen. Aber ich mag das total gerne, weil es fast so ein bisschen wie so ein kleiner Baby-Burg-Charakter ist. Da oben mit diesen Treppenstufen drin. Es war so ein Traditionshaus. Ich hatte halt das Gefühl, das ist so eine kleine Fischergasse, wo dann so ein Häuschen steht. Fand ich aber wirklich sehr schön. Ist für mich immer ganz toll, weil ich dann halt so einen Überraschungseffekt habe, weil ich mir alles vorstellen kann. Und dann auf einmal wird das immer kleiner und ich sehe, ach, das ist so ein Backsteinhaus, was oben auch so Treppenstufen hat, würde ich das jetzt mal so nennen. Also so ein richtig tolles Haus. Ich bin gespannt, wie es innen aussieht. Ja. Ich laufe auch zuerst rein. Okay. So. Oh Gott, guck mal, wow, wie toll eine Schaukel. Es gibt noch so viel mehr im großen Eingangsbereich zu entdecken. Aber genau die Schaukel spricht unsere Gastjurorin besonders an. Oh, ich möchte schaukeln. Ja, mach doch. Oh, ich brauche zu Hause auch eine. Aber das ist doch toll, oder? Hast du sowas schon mal erlebt? Die Gestaltung vom Eingangsbereich finde ich richtig interessant, weil es nicht wie so ein klassischer Flur ist oder wie so ein ganz klassischer Eingangsbereich mit der Schaukel, mit dem Pooltisch. Und das finde ich einfach richtig ungewöhnlich und mal was ganz anderes. Die Lampe finde ich auch super.
Ich finde, eigentlich bin ich nicht so ein Freund von Spots, aber es ist hier, dass man damit natürlich so bestimmte Bereiche sich greifen kann und die halt beleuchten. Und ich finde richtig schön, guck mal mit dem Glas oben und man kann dann unter die alte bemalte Decke im nächsten Stockwerk schauen. Ja. Erstmal widmen sich die beiden aber weiter dem Erdgeschoss. Ja, aber es wirkt fast so ein bisschen wie so ein Spielzimmer, oder? Aber finde ich ganz geil, finde ich cool. Also ich finde, hier unten ist so ein Raum, der alle Möglichkeiten offen lässt und vor allen Dingen auch Möglichkeiten für Kreativität. Das finde ich halt super. Oh Gott, wie lustig, guck mal hier. Der Lieblingsplatz. Das ist der Lieblingsplatz. Aber das kann ich auch verstehen. Ach, guck mal, das ist so ein Lehmofen. Und das ist so ein bisschen, wo du sagst, wenn du den anmachst, speichert der natürlich total cool die Wärme. Mhm. Und die bleibt ganz lange erhalten. Das und dann im Herbst und Winter da drauf zu sitzen, ja, ist schon richtig schön. Der Wohlfühlort, an dem Joe sein Traumhaus entspannt genießen kann. Oh Gott, guck mal, da oben kann man auch noch sitzen. Komm, setz dich. Ach, du setzt dich auf den roten Punkt. Hier ist doch mal jemand hingegangen und hat auch mal so ein bisschen sich getraut, in die Höhe zu gehen. Und das ist schon lustig. Dann machst du den Ofen an, kriegst hier einen lustigen, warmen Hintern, sitzt hier oben mit einem Buch, hast was zu trinken, kannst ein bisschen das Straßenleben mitbekommen. Das finde ich schon echt lustig. Auf dem Ofen ist es sicher gemütlich. Aber im Erdgeschoss gibt es noch mehr zu entdecken. Ja, das ist eine kleine, mucklige Küche, ne? Aber es ist total... Es ist ja alles da. Gemütlich. Guck mal, der Stuhl oben. Bekloppt, ne? Aber da sind ja auch noch vier Stühle. Ja. Was sagst du zu der Küche an sich? Also ich finde die Arbeitsplatte schön, aber mir gefällt das Holz nicht so gut. Ich finde die insgesamt ein bisschen dunkel. Und mir ist ein bisschen zu viel Struktur mit Boden, den Fronten und der Arbeitsplatte. In der Küche finde ich, dass man mit anderen Fronten da so einen etwas ruhigeren Raum hätte schaffen können. Zum Beispiel einfach mit einfarbigen Fronten hätte man beispielsweise das Petrol wieder aufgreifen können. Oder auch so einen schönen dunklen Beige-Ton, der ja auch draußen in der Fassade ist. Weil dann hat man unten und oben wirklich diese dunklen Bereiche und dazwischen so einen ruhigeren, matten Bereich, der das Ganze so ein bisschen insgesamt ja nicht zu langweilig macht, aber so etwas beruhigt. Du stimmst mir nicht zu? Nee. Ich muss dir ehrlich sagen, ich mag das total gerne. Ich mag gerne so eine Eichenoptik gerne. Ich finde auch, dass da das Schwarz integriert ist mit diesen dünnen, schwarzen Griffen, finde ich super. Was mir nicht gefällt, ist die Arbeitsplatte. Es ist so ein bisschen, dass ich immer finde, du hast hier diesen Steinboden, der sich durchzieht. Ich finde, dass mir die fast zu ähnlich ist wie der Steinboden. Ich hätte mir da einen größeren Kontrast gewünscht. Ich glaube, wenn du jetzt so eine pechschwarze Arbeitsplatte gehabt hättest, hätte das gut ausgesehen. Aber man hätte auch eine sandfarbene nehmen können. Dann wäre die Küche ein bisschen heller gewesen. Aber prinzipiell, ganz ehrlich, ist das eine Küche, die gefällt mir gut.